Servus zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Hier zu 7 Days to Die. Ja, Leute, es ist gerade die Nacht vorbeigegangen. Ich hab gedacht, ich hole euch gleich mal wieder dazu. Jetzt frühstücken wir kurz. Dann zeige ich euch schnell was. Und dann gehen wir zusammen an die Mission, die wir in der letzten Folge zusammen angenommen haben. So, kurz essen. Die Pflanzenfasern können hier raus. Zack. Der Lehm war hier. Der kann auch raus. Ihr seht, das war mega viel. Und ihr seht auch gleich, wieso. Einmal das hier raus. Den nehmen wir mit. Das Messer kommt wieder hier runter. Der Knüppel. Zack, zack, zack. So, Munition. Sieht alles gut aus. Können wir uns vielleicht ein bisschen noch was mitnehmen. So, für die Mission. Jetzt schaut es euch an. Hier möchte ich eine Dressurtür hinmachen. Dann haben wir hier so einen Abgang. Und ich bin am Überlegen, ob wir... Ja, das ist alles ein bisschen eng. Ob wir hier dann nochmal einen Treppeabgang machen. Oder hier vielleicht eine Luke rein. Da so, mit einer Leiter nach unten. In die Mine. So, hier habe ich schon mal ein bisschen ausgebuddelt. Hier war es eins zu tief, warum weiß ich selber nicht. Und hier kommt dann alles hin mit Beet. Ihr seht, ich habe komplett zugemacht. Bedeutet, die Stufe kommt hier auch weg. Gebietsschutzblock, falls ich mich verbaue, habe ich auch mal kurz hingesetzt. Ja, so stelle ich mir das vor. Dann kommt hier unten alles voll mit Beeten. Einmal hier rum. Alles zu. Perfekt. Dann eben hier der Abgang zur Mine. Und dann können wir uns überlegen, ob wir... Ja, ich glaube, wir machen die Garage hier hin. Auch überirdisch. Und dann da vorne von der Straße eine Rampe hin mit einer Zugbrücke. Dass wir das hochziehen können. Weil ich habe halt echt Schiss. Und deswegen sind die Blöcke hier noch alle zum... wieder wegnehmen quasi, dass in der Horde-Nacht die Zombies auf die Idee kommen, durch unser Treppenhaus ist einfacher als hier durch unsere Falle. Dann hätten wir natürlich gewisse Probleme. Apropos Horde-Nacht, es wäre Tag 14, das heißt, es ist wahrscheinlich auch die letzte Folge vor unserer ersten, zweiten Horde-Nacht. Ja, die erste Horde-Nacht, die haben wir ja zweimal gehabt. Leider, wobei ich mittlerweile sagen muss, es ist nicht mehr leider, sondern... Ja, Gott sei Dank kann man jetzt auch nicht sagen, aber ich bin auch mit dem Spielstand hier sehr glücklich, muss ich sagen. Ja, also, wir haben dann wohl das Beste daraus gemacht. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wir haben noch gar keinen Schubsi. Dabei mag ich die total gern. Vielleicht bekommen wir ja einer hier bei der Mission... sage, da starten wir auch direkt hin, auch wenn jetzt noch so Nebelwetter ist. Lassen wir uns nicht beirren. Ah, hier in der Stadt wird es besser. Seht ihr? Sehr gut. Ich weiß zwar nicht wieso, aber kann uns auch egal sein. Hauptsache das Wetter passt. Ups. Wir brauchen jetzt natürlich... mega viel Cobblestone, ja, das ist klar. Also wir müssen jetzt wirklich alles mitnehmen, was wir finden können. Genauso wie ihn hier. Brauchen wir auch. So, Stufe 3 abholen, da ist er wieder. Löchen. Der Clint ist immer voll engagiert. Hallo. Ja, was ist denn hier los? Wow, wow, wow. Wo glaubt's? Okay. Es schreit und klopft und macht und ich habe keine Ahnung wo. Den Knopf hier kann man nicht betätigen.
Sieht man hier draußen was? Nö. Ach, da sind sie ja. Hallöchen. Habe ich euch jetzt aufgeweckt, oder was? Da ist noch ein Halbi. Au. Ne, da kriecht einer rum. Was geht mit dir ab? Ich glaube, er hat das Spider-Man verschluckt. Jetzt ist da drüben schon der Endloot, oder was? Okay. Was ist denn hier los? Ja, jetzt fangen wir erstmal an mit Looten. Das Spiel hängt auch ein bisschen. Okay. Ich mach hier mal zu. Hier ist was los. So, wir sind schon wieder überlastet. Wieso denn das? Weil ich mal wieder nicht ausgeladen habe, gell? Komm her, dann lass die... Mach das kaputt. Lass die Knochen da. So. Das muss leider alles mit. Da müsst ihr jetzt mit mir zusammen durch. Aber mit der besseren Schaufel sind es auch nur noch drei... drei Spatenstiche. Dann haben wir es eingesammelt. Das ist jetzt halt... echt extrem wichtig für uns. Dass wir da schnell unsere Hütte aufgewertet bekommen. Und mir sicher sind. Wobei ich sagen muss, ich fühle mich jetzt oben, wenn ich in unserer Wohnung quasi rumlaufe, fühle ich mich jetzt, wo alles unterbaut ist, auch schon viel sicherer, als das noch auf Stelze stand quasi. Ich habe sogar das Gefühl, es hört sich anders an. Ja, kann aber auch nur schwere Einbildung sein. Auch möglich, da möchte ich nichts ausschließen. Bei sowas rechne ich immer mit Hund. Ui. Habe ich die Vorräte übersehen? Nein. Nee, nee, die sind hier definitiv nicht. Dann laufen wir mal außen rum. Da ist nichts drin. Hier noch irgendwas? Nö. Hallöchen. Hallöchen. Jetzt haben wir sogar noch eine abgekriegt. Gemein. Hallo? Das ist doch jetzt endlich mal eine Mission, oder? Ordentlich Action und Zombies und endlich geht mal was ab. Zack. Wirklich gefährlich wäre es uns bis jetzt trotzdem noch nicht. Aber ich will den Tag auf keinen Fall vorm Abend loben. Sie sind auf jeden Fall ordentlich am Rumprügeln. So. Hinauf. Blind, du hast alles nachgeladen. Perfekt. Hier sind bestimmt Geier unterwegs. Ich riech die Geier, Leute. Ich riech sie. War klar. Nein! Den müssen wir nachher holen. Dem sein Fleisch brauchen wir dringendst. Sieht man, ob da irgendwo wer wo was rumprügelt? Nö. Nachladen. Ja, guten Morgen. Ciao. Hallöle. Das war's.
Sauer. Der klopft anscheinend raus, ja, kann das sein? Dass es wieder einer von außerhalb ist. Der wird von außerhalb sein, schätze ich. Aber wir haben vorhin ja schon gesehen. Nur weil die von außerhalb sind, heißt es nicht, dass sie nicht schnell hier sind. So, wo geht's lang? Da geht's oben drüber. Ja. Wenn man springt, funktioniert's auch. Bin gesprungen. So, Tag 14 ist jetzt auch rot. So, Deli. Da haben wir doch schon einiges gefunden an Cobblestone, oder? Ja, das passt. Das haben wir. Sehr gut. Hier noch. Zack. Den Kamerad müssen wir auch mitnehmen. Zack. Die Truhe ist verschlossen. Das machen wir zum Schluss. Die Arbeiterkiste. Okay. Waffentasche. Das Messer brauchen wir jetzt nicht. Das lassen wir hier. Naja, ist jetzt alles nicht so berauschend, gell? Wobei man natürlich auch sagen muss, die sind halt schon mega aufgestellt. So, hier mache ich jetzt einen kurzen Schnitt. Dann sehen wir uns gleich. So, bei den letzten paar Schläge hole ich euch natürlich dazu. Während wir hier drin klopfen, klopfen die Zombies fröhlich draußen. Zack. Ein Haufen Geld, oder? Ein Haufen Geld. So, ist da hinten noch was? Nö. Dann war doch hier irgendwo ein Schalter zum Öffnen des Tores, oder? Der leuchtet hier nämlich so cool. Ja. Auf! Und diese Tore hier kann man auch bauen, oder? Ich meine zumindest... Also... Das ist die Sinn. Hühnchen, du haust hier auf der Tür rum, oder? Was machst du da? Also, ich weiß nicht, die Hühnchen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Okay, dann lass uns abhauen. Gehen wir zum Händler. Unsere Beute abgeben, Belohnung abholen. Und dann schauen wir mal, sollen wir gleich eine Quest annehmen? Ja, aber schauen wir mal, was er hat. Es müsste dann ja auch bald soweit sein, dass wir Level 4 freischalten, oder? Oh, warte mal kurz. Liddy, halt mal kurz am See. Wir haben jetzt nämlich mittlerweile so viele leere Gläser, wenn ich sie finde, da... Dass es sich gerade lohnt, die alle aufzufüllen. Guckt euch das an, 63 Wasser. So. Zack, Motorrad hier abgestellt. Das muss heute Nacht natürlich weg. Ich glaube, wir packen es tatsächlich ins Inventar und legen es bei uns in Sicherheit. Ich glaube, das wäre mir am liebsten. So. Und der Loot war respawned. Bin ja gerade so selbstverständlich hingelaufen. Ach, das ist aber immer noch so, dass man
Many thanks. You've proved to be very resourceful. Here's your... So, jetzt erstmal ein Satz fertig. Es ist immer noch so, dass man da Loot drin liegen lassen muss, oder? Zumindest sah das gerade danach aus. So, die Kunst des Bergbaus, Band 3. Knarre brauchen wir keine, da haben wir schon den Akkuschrauber. Ja, ja. Zeig mal dein Inventar. Du bekommst das. Das. Die da kannst du haben. Das hier sowieso. 747 bringt das. Boah. Krassinger, die Bogenteile. Wann hat er Reset? Tag 16. Tag 16 hat er Reset. Ja, leider nix. Leider nichts Brauchbares. Das Öl für eine zweite. Nee, ich möchte kein Öl kaufen. Nee, nee, das machen wir nicht. Wir gehen rüber ausladen. Und dann versuchen wir... Ja, wir schauen mal, ob wir ein Beet bauen können. Pass auf, nimm das gleich mit. Sicher ist sicher. Ja, ich glaube aber auch, dass der die eine Klingefalle in der zweiten Nacht, die wird schon OP sein, oder? Also ich glaube, dass das ziemlich ausreichend sein wird. So arg viel krasser ist die zweite Nacht ja nicht. Hoffe ich zumindest. So, Beet, brauchen wir das. Das. Ich kann raus. Das hier können wir lernen. 10% mehr Erz. Perfekt. Aber nur unter Koffeineinfluss. Habt ihr das gesehen? So, Beet. Holz, verrottetes Fleisch und Lehmboden. Lehmboden war hier. Guckt euch das an, wie viel wir da haben. Nitrat fehlt uns. Beete und Felderblock. Den kann man jetzt sogar anders designen. Da bin ich auch mal gespannt jetzt. Ja, könnte alles rüber tun. Dann haben wir hier noch. Und dann kommt das hier noch dahin. So. Das kommt da rein. Das Nitrat kommt auch wieder zurück. Pass auf, tausch mal die zwei. Das da. Sieht's hier aus. Geschmiedetes Eisen. 21. Kann auf jeden Fall auch durch. Waren wir hier noch nicht drin? Nö. Okay. Das kommt dahin. Was kann man hier shapen? Ach, wie cool. Okay. Okay. So, dann schauen wir doch mal. Ja, so habe ich mir das irgendwie vorgestellt am besten. Brauchen wir halt jede Menge. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck. Ja, fangen wir eben hier an. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Irgendwo muss ja ein Anfang her. Und hier kommt eine Stahltür hin. Pass mal auf. Geschmiedeter Stahl, 12 Stück, 2 Federn, 4 Teile. Eins, zwei, drei, vier. Okay, hat sich schon erledigt. Und die Stahltür. Die Stahltür weiß keiner, gell? Pilze 11 Stück, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ups. Ja, das war jetzt natürlich semi-schlau.
Pass auf, du kannst hier raus. So. Ich hätte noch gerne. Was ist denn wichtig? Maissamen oder sowas wäre natürlich cool. Ein Maiskolben. Samen. Das ist noch gesperrt. Maissamen. Vom Landleben. Ja, aber da wir das jetzt eh vorhaben und wir Punkte haben. Jetzt muss ich nur gucken, wo das ist. Das war hier irgendwo, oder? Ja. Vom Landleben geben wir uns halt ein. Ach, jetzt kostet es 30% weniger. Das war jetzt natürlich nicht so schlau. Das war jetzt natürlich dann nicht so clever, ja. Leider. Da geht keiner mehr. Dann lasst uns hier mal noch einer. So. Okay, was kostet... Ups. Ganz ruhig bleibe. Okay, Maissamen gehen immer noch nicht. Ja, da müssen wir warten, bis wir das finden. Da kommst du wieder zurück. Maismehl ist das, okay. Ups. Ja, den wollte ich eh woanders stehen machen. Und zwar, da. So. Okay, dann lassen wir das Beet jetzt halt erstmal frei. Und, die Pilze kann man aber nach wie vor an die Wand hängen, oder? Man auch nicht. Okay, das ist schlecht. Dann kommen die auch wieder hoch. Ich habe gedacht, die Pilze kann man immer an die Wand klopfen. Dann kommt das alles wieder weg. Zack. So. Sehr gut. Den 14. Die können wir hier hinsetzen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen. Dass wir jetzt zwar ein Beet haben, aber noch nichts. Noch nichts zum Draufsäen. Wisst ihr was? Wir haben doch hier in der Nachbarschaft einen schönen Bauernhof. Lasst uns doch da mal reingehen und schauen. Vielleicht finden wir da ja irgendwelche Samen. Dumm-di-lum-di-dum. Theoretisch. Hallo? Au! Haut die uns einfach eine rein? Ganz schön unfreundlich, die Dame, ey. So, das muss mit, auch wenn es keine Samen sind. Hier irgendwelche Samen? Hallo? Komm, jeder gute Landwirt hat doch Samen in seinem Waschbecken. Oder so. Natürlich nur ein Witz. Hallo? Sicherung raus. So.
Ja, wir brauchen natürlich Glück, ganz klar. Nur weil ich mir das jetzt hier wünsche. Sag bitte? Wo kommt er denn her? Kuriertasche? Hallo? Entschuldigung, liebe Nachbarn. Hallo? Wir wollen uns doch nur ein paar Samen ausleihen. Hallo? Hier ist gar niemand mehr. Hey. Hä? Kommst du denn her? Habt ihr hier Samen versteckt? Nee. 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 Das sieht alles ziemlich schlecht aus, wenn ihr mich fragt. Ja, wäre jetzt natürlich aber auch zu schön gewesen. Wäre jetzt natürlich zu schön gewesen. Probieren wir es einfach da drin. Auch nicht. Die haben ja scheinbar an. Stoffwetzen. Keine Samen. Hallo? Oh, hier geht's ganz schön bergauf. Der Clint hat zu kämpfen. Hatte der Händler Samen? Hatte der Händler Samen? Haben wir das geschaut? Yo, eine Wanderhorde! Wir sind extrem überladen, gell? Clint, lauf! Oh oh. Ich wollte jetzt eigentlich rennen und unsere Falle ausprobieren. Ich bin mir nur nicht sicher. Nee, das schafft er nicht. Ist ja von der Ausdauer her, schaffe ich das nicht. Naja. So geht's natürlich auch, oh. Zack, zack. Das war's. Voll die schöne Horde, aber. Richtig cool. Das hat mir jetzt gut gefallen. Die Waffe ist halt mega, gell? Die ist echt klasse. So, dann lasst uns da vorne den Baum fällen. Ich finde unsere Hütte richtig cool. Ich glaube, es wird noch wichtig sein, ein Dach drauf zu bauen. Dann die Fenster da rein. Ich bin mir tatsächlich auch noch unsicher, ob wir die Gitterstäbe, die man jetzt sieht rechts von uns, ob wir die nehmen. Oder ob wir die anderen nehmen, die man jetzt ganz rechts sieht. Ich meine, die anderen sehen optisch besser aus, da kann man aber nicht rausfeuern. Wenn irgendwas wäre. Wobei man natürlich, also... Sind denn die Samen? Sind schon wieder blind, Leute. Ich sehe keine Samen. Aber die liegen hier auch nirgends. Naja, egal.
Okay, Leute, jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen. Ihr seht es an der Uhrzeit, nicht mehr lang bis zur harten Nacht. Ich mache noch ein paar Vorbereitungen und dann sehen wir uns zur harten Nacht wieder. Hoffe ich zumindest. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Macht's gut. Ciao.